Los! Boah, wo ist die Wand? Oh, sorry. Boah, ja, gesehen, über den Blitz habe ich sofort gesehen. Hallo zusammen, schönen Gruß aus Zürich. Und zwar stehe ich hier im Letzigrundstadion mit dem Ulf und dem Dani und seinem Vater, dem Trainer. Und zwar machen wir Shooting, Sportfotografie. Er ist Hürdenläufer und zwar ist er Vize-Europameister U23, muss ich glaube ich sagen, 400 Meter Hürden. Also ganz brutaler Sport. Wir haben ein paar Ideen mitgebracht, die wir umsetzen wollen. Mit Blitzen, wir haben einen Kofferraum voller Blitze, wir haben 7 Stative dabei, 7 Blitze dementsprechend auch. Und haben halt einen Look, den wir haben wollen, in verschiedenen Positionen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe das gestern zu Hause ausprobiert, aber halt nur so, ne, mit der Heidi. Ich hoffe, das wird spannend. Bis gleich. Fertig. Los! Ah, oh, das ist zu früh gewesen. Das ist zu früh gewesen. So, das ist hier die Indoor-Sprintbahn, ist das, glaube ich. Wir haben gerade kurz geschaut, wo wir uns aufbauen wollen. Die ist sehr lang. Was wir wollen, ist, wir wollen eine cleane Wand haben. Die Wand hier, die ist sauber, da ist nichts dran. Keine Steckdose, kein Reflektor, kein gar nichts. Deswegen nehmen wir die Wand. Und außerdem wollen wir Tiefe haben. Das heißt, er sprintet quasi so auf und zu. Das heißt, wir nehmen einfach, wir sind jetzt am Anfang der Bahn, wir nehmen die lange Bahn nach hinten hin. Das ist wichtig, sich das Ganze am Anfang zu überlegen und ganz kurz zu schauen, wo packen wir Rucksäcke hin und so weiter, wo steht der Computer, und dass wir es hier ein bisschen ausbreiten können. Coole Sache, ich mag das. Nee, nicht gut. Nicht gut, viel Lens Flair. Da hast du doch gesagt, du hättest es früh ausgelöst. Das ist genau richtig. Das ist ja super. Voll vorbereitet hier, der Profi bei der Arbeit. Voll cool, er mit seiner Station hier. Und cooles Foto vom letzten Mal. Oh, Passwort. Gib mal dein Passwort ein, ich film mal mit. Ja, kannst du gerne machen. Nein. Oh! Ja, das ist geil. Oh, da, ja, das sieht definitiv das, gut aus. Das ist das, was ich wollte. Ja. Das ist ja perfekt. Oh. Oh, wie geil ist das denn? Ja, ja, schon, ja. Mein Name ist Dani Brandt, 400 Meter Hürdenläufer. PB von 49,14. Bin im Jahr 2017 an der U23 EM in Polen Vize-Europameister geworden und habe jetzt heute hier ein super Shooting machen, zusammen mit dem Ulf und dem Stefan. Und hat also schon einfach schon vorab schon coole Rohfotos gegeben, wenn man das so nennen kann. Und bin mal gespannt, was dann rauskommt, dann ist am Schluss drin. So, jetzt sind wir durch. War cool, war mega cool. Ich liebe das ja sowieso, mit Profis zu arbeiten, sowohl dem Ulf als auch dem Sportler. Und es hat alles so funktioniert, wie wir das gedacht haben. Es gab keine Pannen, keine richtigen.
Immer so richtig, richtig cooles Shooting. Das macht so richtig Spaß, finde ich. Es war technisch schwierig. Ganz, ganz kurz dazu. Ich will kein Tutorial draus machen. Die Schwierigkeit war so ein bisschen, er ist unglaublich schnell. Und wir haben keinen Highspeed hingekriegt mit so vielen Blitzen. Wir haben nicht so viele Highspeed-Blitze. Und deswegen habe ich entschieden, dass es auch ohne geht, wenn, Trick, wenn wir die Abbrennzeit beachten. Das heißt, wenn ich den Blitz nicht auf volle Leistung habe, sondern nur auf ein Viertel oder sowas, dann habe ich eine sehr kurze Abbrennzeit. Dann reden wir so von einem 2000stel oder sowas, je nachdem, wie schnell der Blitz abbrennt. Und dann kann ich eben die schnelle Bewegung von dem Arm trotzdem einfangen. Das ist der Trick gewesen heute. Weil das Problem ist, Blende 13, 15, 16, 17, sowas halt. Das heißt, Sonnensterne wegen der geschlossenen Blende. Und deswegen hatten wir ein Lichtproblem, mussten ISO ein bisschen hoch und mussten das halt ein bisschen hinfuchsen. Blitz ganz nah dran, damit wir mit niedriger Leistung im Blitz arbeiten können. Ich hoffe, das war ein bisschen amüsant und unterhaltsam. Vielleicht mal ausprobieren zu Hause. Abbrennzeit gibt es noch mehr Videos zu von mir. Mit dem Küchenmixer zum Beispiel kann man das ganz leicht selbst ausprobieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich koche jetzt in der letzten Zeit öfters selber noch was. Dann gibt es irgendwie ein Stück Fleisch, vielleicht Geflügel oder dann irgendwie etwas Beef, also Rindfleisch. Und dann, ich schaue mir manchmal Sachen von Gordon Ramsay ab, dem Chefkoch, und versuche die dann selber etwas umzusetzen. Und dann ein paar Teigwaren dazu oder etwas Reis, irgendwie sowas in der Art. Und dann stelle ich mir da so ein Menü zusammen. Sehr gut, danke. Ça jouait.